Noch ist nicht allzu viel los hier auf der Wiener Donauinsel. Grüne Wiese, ein paar Leute, die die Sonne hier genießen. In knapp 3 Monaten sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Da findet das Wiener Donauinselfest statt. Immerhin das größte Open-Air-Festival Europas. Die vielen Menschen, die hier auf die Donauinsel kommen, kommen wahrscheinlich oder vor allem wegen der vielen Live-Konzerte. Viele Bands werden hier spielen und hoffentlich auch viele neue, junge Österreicher, die sich im Rahmen des Rock the Island Contests bewerben können und mit ein bisschen Glück auf einer von diesen vielen Bühnen spielen werden. Also wenn es nach mir geht, könnte es auch heute schon stattfinden, das Wiener Donauinselfest. Traumhaftes Wetter und das Ende März, das taugt auch dem Horst Materbauer. Das ist ein Donauinselfest-Kenner. Hallo Horst. Hallo Armin. Und du hast schon einige interessante Namen von Bands, die dann im Juni hier auftreten werden. Ja, wir freuen uns schon bekannt geben zu können, dass zum Beispiel Simple Minds, Japanik, DJ Antoine oder Heinz aus Wien heuer performen werden. Und ja, großartige Acts würde ich sagen und wir können uns schon freuen auf das größte Open-Air-Festival Europas. Wenn wir jetzt einmal den DJ Antoine weglassen, der zufällig auf der Bus 4 Bühne spielen wird, viel österreichische Musik und die könnte noch mehr werden, denn es gibt ihn auch heuer wieder den Rock the Island Contest, wo junge österreichische Newcomer und einfach Musiker, die gern Musik machen und das auch ein bisschen professionell machen, sich bewerben können und dann eben auf 4 Bühnen insgesamt, glaube ich, hier spielen können. Ganz richtig. 4 teilnehmende Bühnen gibt es am Rock the Island Contest. Insgesamt gibt es 16 Auftritte zu gewinnen in den verschiedensten Genres wie Rock, Pop, Elektro, House, R&B, Hip-Hop. Reo ist, ne? So ziemlich alles dabei für jeden Geschmack. Okay, ich bin jetzt einer, der mag da unbedingt mitmachen. Wie tue ich da? Ja, das Ganze funktioniert mittels eines Online-Votings auf unserer Homepage donauinselfest.at. Haben die Künstler die Möglichkeit, MP3-Tracks oder Videos abzuladen, ein eigenes Bandprofil zu erstellen und anhand dessen werden sie sich dann dem User-Voting stellen, weil die werden entscheiden, wer denn heuer am Donauinselfest spielen wird und wer erstmals auch Gagen gewinnen wird. Ah, das ist ja doch relativ attraktiv, wenn man ein bisschen eine Gage kriegt. Da wird sich eine der Siegerbands vom Vorjahr vielleicht ein bisschen ärgern. Die Ari Rocker Allstars haben hier zumindest vor relativ vielen Leuten gespielt im Vorjahr. Das war zumindest sicher mal eine leibende Erfahrung. Und schon bin ich hier mitten in Graz und inmitten von den Ari Rocker Allstars, eine der Siegerbands vom Vorjahr, vom Donauinselfest. Grüß euch. Hi. Hallo Allstars. Habt ihr das schon mitbekommen? Voriges Jahr gab es noch keine, heuer wird es eine geben und zwar eine Gage. Ist ein bisschen ärgerlich, oder? Naja, für uns ist es so, Gage ist nicht so wichtig, aber natürlich ist es schön, wenn man Gage kriegt. Und vielleicht nehmen wir einfach heuer wieder teil, gewinnen das Ding wieder und dann sagt man die Gage ein. Wie war der Auftritt voriges Jahr beim Donauinselfest vor plötzlich wahnsinnig vielen Leuten? Ja, trotz dem Umstand, dass es keine Gage gegeben hat, war es ein Mörderauftritt. Es war ja einfach nur geil. Es ist schon fast ein Jahr wieder vorbei. Was hat denn euch dieser Auftritt eigentlich gebracht? Was hat sich eigentlich verändert dadurch? Viel verändert hat sich natürlich nach außen einiges. Wir haben mehr Fans gekriegt, wir sind ein bisschen bekannter geworden. Wir haben relativ viele Konzerte, also Folgekonzerte, aufgrund dessen gespielt. Heuer haben wir auch wieder Highlight. Wir spielen am 7. Juli in Hartberg zusammen mit Hans Söllner auf. Das gefällt uns schon sehr. Ja gut, da kennt man schon ein bisschen den Söllner aus. Ist irgendein Spezialtipp für junge Künstler, junge Bands, die heuer sagen, okay, dann machen wir mit beim Rock the Island Contest? Ja, Option wäre vielleicht, dass sie von unserer Nummer covern. Aber ja, einfach Spaß auf der Bühne und dann hat es hin. Und vorher vielleicht ein paar Mal proben, dass alles schön zusammenstimmt. Es wird helfen, es wird helfen. Ja, ein paar Proben, glaube ich, waren nicht schlecht. Vielen Dank auf alle Fälle, dass ihr euch hier mit mir getroffen habt. Mit dieser wunderschönen Aussicht, der Uhrturm ist schon super in Graz und alles Gute weiterhin für euch. Danke. Mitmachen zahlt sich auf alle Fälle aus beim Rock the Island Contest 2012 und registrieren ist sehr einfach. www.donauinselfest.at, MP3 hochladen, Video, wenn es gibt oder auch Foto und dann hoffen, dass es klappt mit einem Auftritt beim Wiener Donauinselfest vom 22. bis 24. Juni 2012. Ab sofort sehen wir uns jeden Samstag mit einer der Bands, die vielleicht das Zeug haben, beim Wiener Donauinselfest zu spielen. In diesem Sinne, wir sehen uns. Rock, rock, rock.